Supra erweitert die Modellpalette um eine sportliche Variante des Born namens VZ. VZ steht dabei für das spanische Wort Veloz, das bedeutet so viel wie schnell. Zum neuen Born VZ passt dies gut, denn das Topmodell bringt es auf eine Leistung von 326 PS und 545 Newtonmeter Drehmoment. Um die gesteigerte Leistung sicher auf den Asphalt übertragen zu können, wurde die Fahrwerksgeometrie optimiert. Zusätzlich wurden die Lenkung und das Bremsgefühl angepasst. Das überarbeitete Fahrwerk bietet bessere Kontrolle über das Fahrzeug und ist in der Lage, sich schneller dem Untergrund anzupassen. Durch das Plus an Leistung steigt die Höchstgeschwindigkeit auf 200 km/h. Der 0 auf 100 Sprint hingegen sinkt auf 5,7 Sekunden. Die Reichweite soll bei 570 km nach WLTP liegen. Um dies zu erreichen, wurde die Nettokapazität der Batterie auf 79 Kilowattstunden angehoben. Für das VZ-Modell des Cupra Born werden zusätzlich zwei Sonderfarben angeboten. Neben dem gezeigten Dark Forest Grün wird es auch ein Midnight Schwarz als Lackfarbe geben. Stärkstes Unterscheidungsmerkmal zu den restlichen Born-Modellen sind zweifelsohne die neuen 20 Zoll Alu-Räder mit 3D-Kupfereinlagen. In der Fahrgastzelle finden sich ebenfalls VZ-exklusive Designelemente, wie zum Beispiel neue Cup-Bucket-Sitze, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Als Markteinführung für den Born VZ gibt Cupra das Ende des dritten Quartals 2024 an.